Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Meine Frage: Möchtest du nun ein Teil des Friedens sein? Ja? Darf ich dich erinnern? In der gesamten Schöpfung gibt es Gegenpole, wie Yin und Yang, wie heiß und kalt, oben, unten, links und rechts, hell und dunkel, Mann und Frau und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch das Gute und das Schlechte. Willst du das Gute, dann bist du hier richtig. Ja, für das Gute benötigt man Menschen, die an einer Veränderung zum Guten mitwirken möchten. Diese Menschen nennen die Indianer die kritische Masse, die nötig ist, um etwas zu verändern. Und diese Anzahl kritische Masse besitzt das Bewusstsein, wo Mangel und Begrenzung ausgelöscht sind. Falls du jetzt sagst, ich gehöre da bestimmt nicht dazu, mach dir keine Sorgen. Mit meiner Methode kannst du dich in ganz kurzer Zeit zu dieser kritischen Masse hinzuzählen. Ja, ganz bestimmt. Natürlich nur dann, wenn du das auch möchtest. Wird diese nötige Größe der kritischen Masse erreicht, so hebt diese Masse den Rest der Menschheit automatisch zu diesem Bewusstsein hoch. Und das wollen wir hier erreichen. Jeder kann zu diesem Bewusstsein durch eine einfache tägliche Übung hochkommen bzw. sich hochlächeln. Übrigens, diese 4 Strategien wirken in kurzer Zeit. Dafür brauchst du nicht Monate oder Jahre lang üben. Diese 4 Strategien sind so wichtig wie das Atmen und das Essen und sollte in Fleisch und Blut übergehen. Mein Verein, Steirische Ideen fürs Leben, auch Stiefel genannt, hat ein Selbsthilfeprogramm im Zusammenhang mit Bauchwellness erstellt. Dieses Selbsthilfeprogramm hat bereits erfolgreiche Ergebnisse in Bezug auf körperliche Genesung gebracht und dadurch hat sich etwas Einzigartiges herauskristallisiert. Was nun genau zum Thema Befreiung der Menschheit von größtem Nutzen sein kann, weil viele Anwenderinnen und Anwender bestätigen, dass ein ganz besonderes, auffallendes, spürbares, angstfreieres Denk- und Fühl- und Handeln zu verzeichnen ist. In Wahrheit ist das nichts Neues, weil unser Dickdarm ca. 80% des gesamten Abwehrsystems steuert. Im wahrsten Sinne des Wortes kann man fast von einer regelrechten Wiedergeburt des Geistes im Körper sprechen. Wie ist das möglich? Durch die innere Reinigung deines Körpers werden durch spezielle Anwendungsformen mit der Stiefel-Bauch-Wellness, bei der die Jauchengrube im Darm Stück für Stück entfernt wird, damit die Darm-Kopf-Hirn-Geist-Hypophyse-Seelenverbindung direkt wieder verknüpft und hergestellt werden kann. So lässt sich der Geist mit dem Körper und darüber hinaus mit der Schöpfung wieder vereinen. Was ist mit der Jauchengrube gemeint? Die Jauchengrube erkennt man durch das erbärmliche Stinken bei Blähungen und auch durch penetranten Kotgeruch, sowie an verschiedenen Krankheiten. Was macht das Stiefel-Darmwellness-Selbsthilfeprogramm so besonders? Weil du das alles zu Hause machen kannst. Mehr dazu etwas später. Vorab noch etwas sehr Interessantes. Jeder weiß, dass ein Vogel ist. Ein Pferd ist ein Pferd, ein Käfer ist ein Käfer, ein Hund ist ein Hund. Ein Affe ist und bleibt ein Affe. Oder hast du zufällig irgendwo gelesen, aus einem Affen wurde ein Mensch? Ja? Warte kurz. Gleich komme ich dazu.
Jedenfalls haben alle Tiere eine tierische Abstammung. Soweit, so klar. Gut. Jetzt kommen wir zum Menschen. Unsere vergangenen Schulbücher haben uns weismachen wollen, dass der Mensch vom Affen oder so abstammt und dass es Millionen von Jahren dauerte, bis sich die Spezies Mensch daraus entwickelt haben sollte. Das ist der größte Evolutionsschwindel aller Zeiten. Eine bewusste Herabsetzung der Menschenwürde. Warum haben die sogenannten speziellen bezahlten Forscher, Wissenschaftler nicht nach dem Ursprung der Affen geforscht? Das war für sie nicht wichtig, denn sie wussten, dass das Gen vom Affen immer das Gen vom Affen war. Und diese Affen bis heute immer noch Affen heißen und sind. Und es ist daraus niemals ein Mensch geworden. Punkt. Ich denke jetzt, dass du bereits ahnst, was jetzt kommt. Das Gen eines Menschen war immer das Gen eines Menschen. Dieses Gen des einen Menschen wurde bewusst als Mensch mit Geist und Seele aus der Schöpfung beseelt. Wir Menschen sind das Ebenbild Gottes, auch Schöpfung genannt. Das ist doch unbestreitbar, oder? Und wenn wir das Ebenbild Gottes sind, so wie ich das glaube, so haben wir auch ein Recht auf die Weisheit Gottes. Bist du schon mal Gott in deiner Fantasie begegnet? Jeden Morgen denk ich an dich. Jeden Abend, da frag ich mich, bleibt mir das Glück für immer treu? Spür ich das Leben immer neu? Das, was mich führt, das bist nur du. Und ich vertrau dir immer zu. Das Tor zum Himmel ist die Liebe, dass du mir öffnest jeden Tag. Ich fühl im Herzen tiefen Frieden, mein Glück, das bist nur du. Die Wahrheit ist, du begegnest überall Gott, aber du wurdest abgelenkt, weil es dir bewusst falsch gelehrt wurde. Gott ist in allem. Wir stammen aus der Uressenz, Ursubstanz, die sich Schöpfung oder auch eben Gott sich nennt. Hinweis: Die Kirche hat nichts mit dem wahren Gott, dem Schöpfer, zu tun. Diese Kirche hat sich dem Menschen- bzw. Kinderhandel seit Jahrtausenden gewidmet, betet den Satan und die Dunkelheit an und verkörpert reine Scheinheiligkeit. Ich bete jeden Tag zu Gott, zum wahren Gott, aber nicht über die Kirche. Seit dieser Zeit hat sich mein Leben zum Guten gewandelt. Übrigens, Papst Franziskus gab vor einigen Tagen eine für mich alarmierende Nachricht auf Twitter bekannt. Dazu komme ich später. Wenn unsere Erinnerung zurückkehrt, dann wird unser Geist, unsere Seele und unser göttlicher Körper, der ja sichtbar als Wahrheit zu definieren ist, uns zurückführen zum Urvertrauen, zur Selbstverantwortung und Eigenständigkeit in Verbindung mit Frieden, Freiheit, Liebe und Glückseligkeit. Wenn das so ist, dann ist in uns wohl die volle Macht und Kraft unseres Menschseins, seitdem es Menschen gibt. Diese Macht und Kraft gibt uns die Möglichkeit zu herrschen und selbst zu bestimmen. Und das bringt uns zum Urvertrauen zurück. Sie ist von größter Wichtigkeit und Bedeutung, diesen Zustand und diese Wahrheit zu erkennen und auch anzunehmen und auf diesen wahren Zustand aufzubauen. Der Mensch muss deshalb bei sich selbst anfangen, seine Intuition zu stärken und kann durch die göttliche Kraft und Macht in Form von Gebeten, Gedanken, Gefühlen, Liebe, Frieden und Urvertrauen im Tun und Handeln durch die göttliche Eingebung
über unseren Bauch, sprich Bauchgefühle wie Freude, wie Schmetterlinge, Leichtigkeit, Sicherheitsgefühle oder auch Angstgefühle, Unsicherheit, Stress und so weiter, mit der Hilfe der Schöpfung rechnen, und das nennt man dann Gott geführt, Gott gelenkt. Oder nicht Gott geführt und nicht Gott gelenkt. Es gibt keine Zufälle. Wandlung des Menschen zum Göttlichen ist nur durch Arbeit an sich selbst möglich. Und alles, was auf dieser Erde gut oder schlecht ist, hat mit Menschen zu tun. Der freie Wille hat das alles möglich gemacht. Deshalb sagte Nikola Tesla auch: Meine Erfindungen können der Menschheit großes Wohlbefinden bescheren. Aber durch falsche Anwendung kann dadurch die Erde auch gespalten werden. So wie auch der Hammer einen großen Nutzen hat, wenn ich ein schönes Bild aufhängen möchte. Aber man kann mit dem Hammer auch einen Menschen töten. Hammer bleibt Hammer. Deshalb, welchen Willen hast du? Dir selbst zu helfen und damit die gesamte Menschheit zum Guten zu verändern oder die Menschheit versklaven zu lassen und auszurotten, wo du auch selbst betroffen sein könntest. Es ist daher wichtig, dass jeder sich auf den Weg macht, über diese beiden Gegensätze, gut oder schlecht, nachzudenken und zu recherchieren. Wer sind die Guten und wer sind die Schlechten? Wie geht das am einfachsten? Indem man die Augen und die Ohren öffnet und Situationen im Augenblick vergleicht. Wer macht Schlechtes und wer macht etwas Gutes? In der Partnerschaft oder Ehe wird das jeden Tag gemacht und darüber gestritten und diskutiert. Man versucht sich wieder zu versöhnen oder man trennt sich womöglich und geht einen anderen Weg. Einen Weg, der sich eben besser anfühlt, der vielleicht Schmetterlinge im Bauch erzeugt. Erfahrungen haben ergeben, dass ein Partnerwechsel in einer Partnerschaft oder Ehe fast wieder das gleiche Ende bringen wie bei der vorigen. Warum ist das so? Weil du selbst noch immer der gleiche bist und alle Situationen von dir selbst ausgehen. Aktion ist Reaktion. Es führt also kein Weg daran vorbei, du musst also an dir selbst arbeiten, weil niemand wird es für dich machen oder tun können. Aha! Wir wären da mit der Lösung schon etwas näher gekommen. Meine Frage: Wieso glauben noch so viele Menschen den Medien, den Politikern, den Kirchen, den großen Konzernen und so weiter? Obwohl die Masse merkt, dass im Lohnsackerl immer weniger wird, die Freizeit fast auf Null ist, am besten arbeiten rund um die Uhr, Krankheiten gibt es immer mehr, Abgaben über Abgaben, Kosten über Kosten. Ein Mitarbeiter arbeitet von Jänner bis August für diese 1% Eliten und erst vom September bis Dezember für die eigene Tasche und wählt bei der nächsten Wahl wieder das Gleiche. Vielleicht haben diese Eliten dann nur eine andere Farbe und einen anderen Namen. Und alles wiederholt sich wie bisher. Ich frage mich, warum so viele Menschen da reinfallen konnten und diese Lügner nicht durchschaut haben. Heute gibt es Internet und jeder findet Beweise genug. Weltweit findet dieser Wahlbetrug jahrzehntelang schon statt. Dieses Wort Verschwörungstheoretiker wurde angeblich 1851 schon festgelegt. Falls die Wahrheit ans Tageslicht kommen sollte, versuchte man es eben mit dem Namen Verschwörungstheoretiker, um die Lügen weiterhin als die Wahrheit halten zu können. Ich habe Zeitungen vom Jahr 1970 bis 1990 zu Hause und ich sag's dir, dort steht das Gleiche drinnen wie heute. Sensationeller Durchbruch, Mittel gegen Krebs oder Diabetes in Aussicht und vieles, vieles mehr. Ein weiterer Trick wird seit Jahrhunderten bzw. die letzten Jahrzehnte mit großem Erfolg angewendet, und zwar der Name Experte oder Experten, der von den Medien immer und immer wieder verwendet wird. Aber wer sind diese Experten?
Diese Bezeichnung schützt die Lügner vor ihren Lügen, weil dadurch die Namen der Lügner meistens nicht angeführt werden oder werden müssen. Im Duden steht, Experte ist gleich zugleich experimentieren. Oder Aussagen wie, die Fakten sind unbestreitbar. Ja, auch hinter diesen Fakten stecken reine Lügen und keine Beweise. Der Rest versteht sich von selbst, oder? Am Ende dieses Videos findest du den Plan, der die Versklavung der Menschheit ganz genau bis ins Detail erläutert, und er wurde als teuflischer Vertrag, der auch der Reptilienpakt genannt wird, geheim gehalten. Und trotzdem ist er in die Öffentlichkeit gekommen. Warum? Das Schöpfergesetz sagt, Gottes Mühlen malen langsam, aber sicher. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, heute wird, glaube ich, mein allerheftigstes Video von allen Corona-Videos, die ich überhaupt gemacht habe. Wenn du nicht sitzt, dann setz dich jetzt bitte erstmal hin, konzentrier dich. Es wird wirklich dramatisch. Also es geht um die ganzen Verstrickungen, Verbindungen von Bill Gates und den ganzen Organisationen wie der Charité, wie dem Robert-Koch-Institut und so weiter. Es wird wirklich dramatisch heute. Was auf jeden Fall jetzt schon in der Presse durchgedrungen ist, viele Menschen vertrauen dem Robert-Koch-Institut und mit den ganzen Zahlen und diesem ganzen Hin und Her vertrauen dem Robert-Koch-Institut nicht mehr. Herr Rubicki zum Beispiel kritisiert das Robert-Koch-Institut auch scharf und nicht ganz unbegründet. Ich will euch gleich mal kurz aufzeigen, warum man dem Robert-Koch-Institut irgendwie nicht mehr so richtig vertraut, und werde danach auf die ganzen verschiedenen Verbindungen eingehen. Das ist wirklich richtig heftig, aber ohne Spekulation. Also ich werde nichts hineininterpretieren, sondern ich werde euch einfach nur die Fakten aufzählen, und da müssen wir uns einfach angucken. Gibt es da finanzielle Verstrickung? Also zahlt Bill Gates vielleicht irgendwelche von diesen Institutionen? Und dann könnt ihr sehen, dass Bill Gates, also seine Stiftung, dem Robert-Koch-Institut $253.000 gezahlt hat. Dann kann man weiter hier, wenn ihr sucht, herausfinden, dass Bill Gates der Charité insgesamt $335.000 überwiesen hat. Dann kann man auch sehen, dass Bill Gates zum Beispiel der WHO insgesamt über die Zeit 4 Milliarden überwiesen hat. Er ist jetzt nach dem Absprung der USA der Hauptsponsor der WHO, also ihm gehören große Teile. Der zweitgrößte Sponsor ist die Gavi-Allianz. Und die Gavi-Allianz wird praktisch zu 75% auch von Bill Gates gesponsert. Das heißt, die WHO ist eigentlich wie so eine Hausgesundheitsorganisation. Also er hat wirklich den allergrößten Teil, den er da reinsteckt. Und dann sponsert Bill Gates natürlich noch Medien, also viele, viele Medien. Ich beziehe das jetzt mal hier auf Deutschland. Da ist zum Beispiel die Zeit dabei mit $297.000. Spiegel Online mit insgesamt 2,5 Millionen $. Und da kann man mal sehen, wie so die Berichterstattung des Spiegels sind. Also der Spiegel wird ja wahrscheinlich nicht schreiben, dass Bill Gates böse ist, wenn er ihn gerade irgendwie 2,5 Millionen überwiesen hat. Und dann kommen wie hier solche Propagandaberichte zustande, wo es dann heißt, unter den Anwesenden in Berlin waren auch Impfgegner, bekannte Verschwörungstheoretiker und rechtsgerichtete Demonstranten. Oder das Ganze kann noch gesteigert werden, habe ich auf dem Kanal von Wolfgang Wodak auf Instagram gefunden. Da schreibt der Spiegel, diesen komplett dubiosen Kundgebungen, die hauptsächlich aus Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, Nazis und sonstigen für Populismus und Esoterik anfälligen zu bestehen scheinen. Also ihr seht das, also solche Berichte bekommt der Spiegel wirklich hin, wenn sie 2,5 Millionen dafür kriegen. Dann sponsert er die Zeit, dann sponsert er Merck, Sharp und Dome, das ist ein großes Pharmaunternehmen. Aber wir wissen auf jeden Fall erstmal, Bill Gates sponsert die alle. Also Drosten, die Charité, das Robert-Koch-Institut. Nur, dass ihr darüber Bescheid wisst. Ich spekuliere nicht, dass sie deswegen irgendwelche Entscheidungen treffen, aber es ist schon sehr interessant. Ja? Dann sieht man Jens Spahn. Mit wem ist Jens Spahn verheiratet? Jens Spahn ist mit dem Cheflobbyist von Burda Media verheiratet. Mit Daniel Funke. Daniel Funke ist der Ehemann von Jens Spahn. Das heißt, da sieht man auch ganz deutlich die Verbindung zwischen den Medien, der Bilderberg-Konferenz, Burda Medien und zu der Bilderberg-Konferenz wurde Jens Spahn natürlich auch eingeladen. Also man sieht, Jens Spahn hat sehr tiefe Verstrickungen zur Finanzelite, und dadurch hat man natürlich gute Aussichten, eine sehr, sehr gute Position in der Politik zu bekommen. 2015 hat Wolfgang Schäuble Jens Spahn erst als Staatssekretär ins Finanzministerium geholt. 2017 wurde Spahn zur Bilderberg-Konferenz eingeladen. Das ist das alljährige Treffen, wo sich Wirtschaft und Politik unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammentut. Wer nimmt noch so an der Bilderberg-Konferenz teil? Zum Beispiel Bill Gates,
Rockefeller, George Soros. Und ich möchte hier auf jeden Fall nochmal ein paar Zitate von David Rockefeller ins Gedächtnis rufen. Und zwar, alles was wir benötigen ist eine richtig große Krise und die Nationen werden die neue Weltordnung akzeptieren. Oder ein anderes Zitat, wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar. Ihre Direktoren haben unsere Versammlungen besucht und sie haben das Versprechen ihrer Diskretion seit nahezu 40 Jahren gehalten. Es wäre für uns unmöglich gewesen, unsere Pläne für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Zeit den Scheinwerfern der Publicity ausgesetzt gewesen wären. Also ihr fragt euch ja, warum hört ihr denn so nichts eigentlich von denen? Warum wisst ihr nichts von den absoluten Eliten, die unser Weltgeschehen mitbestimmen? Oder das Zitat hier, einige meinen gar, wir sind ein Teil einer geheimen Kabale, die gegen die besten Interessen der Vereinigten Staaten arbeiten. Sie charakterisieren meine Familie und mich als Internationalisten und glauben, wir hätten uns zusammen mit anderen in der Welt verschworen, eine mehr global integrierte politische und wirtschaftliche Struktur, eine Einwelt aufzubauen. Wenn das die Vorwürfe sind, bekenne ich mich schuldig und bin stolz drauf. Das heißt also, die Zielsetzung dieser Eliten war die ganze Zeit über klar und das wurde auch nicht abgestritten, das haben die selber so gesagt. Das sind die Medien, wo gesagt wird, ah, Moment mal, hier, sag mal, das sind alles Verschwörungstheoretiker, sag mal, das sind alles Nazis und Rechtsextremisten und Christen mit dem Jütesäckchen und Trump-Fans. so wie ich im letzten Video ja schon. Also die Formulierung von diesen ganzen öffentlichen Medien, das ist ja auffällig. Und ihr seht auch, ihr könnt genau absehen, welche Zeitungen dagegen schießen und aus welchem Grund. Das ist dann wieder ein sehr guter Teil für ein neues Video. Das wird sonst alles zu lang heute. Aber ihr könnt immer genau sehen, welche Gruppe welche Agenda hat. Okay? Und ihr seid nur hier. Ihr seid nur hier und ihr denkt, okay, das, was ihr hier hört, das ist alles einfach, dass die Sender einfach so sagen, ach, was passiert denn so in der Welt? Ich mache jetzt einfach mal einen Bericht. Nein, das ist natürlich alles gesteuert, okay? Das ist ja so offensichtlich, aber ja, viele wissen das hier unten halt einfach nicht. Okay, meine Freunde, teilt unbedingt das Video. Das müssen wir alle wissen, okay? Alle von denen hier müssen das wissen. Das geht aber nur, wenn ihr nicht den ganzen Tag von denen hier voll berieselt werdet, sondern wenn ihr euch selber erkundigt, wie zum Beispiel unten in der Beschreibung und alles das, was ich heute gesagt habe, okay? Also, teilt das Video unbedingt und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Coach Cecil. Die göttliche Wahrheit für Mensch und Tier nennt sich Schöpfung und zeigt sich weltweit im Miteinander und Nebeneinander. In der Schönheit, im Frieden, in der Freiheit, in der Gesundheit, Glückseligkeit, im Wohlgefühl und täglicher Freude. Und natürlich in einem täglichen Lächeln. Wie hatte Putin es so schön formuliert? Terroristen und Verbrechern zu vergeben, ist die Aufgabe Gottes. Meine ist es, sie zu ihm zu schicken. Trump sagte, störe nie deinen Feind, wenn er sich gerade selbst zerstört. Ich sage, liebe deinen Gegner, aber sei wachsam und Gott transformiert. Denn Gottes Mühlen malen langsam, aber sicher. Nimm dir Zeit und beobachte dich selbst und die Natur der Schöpfung. Frage, hast du in der Zeit seit deiner Geburt die Möglichkeit bekommen, die Schöpfung zu beobachten? Hast du in der Schule gelernt, was wirklich wichtig ist, um Glückseligkeit und Fröhlichkeit zu erfahren und zu bewahren? Um in Frieden mit allem zu leben? Oder um finanziell unabhängig zu sein? Seit Jahrhunderten oder besser seit Jahrtausenden, man spricht von 16.500 Jahren, ist das wohl nicht mehr der Fall. Wir werden jetzt nicht die Vergangenheit bewerten, nein, wir müssen aber sehr wohl die Fehler der Vergangenheit durchleuchten und korrigieren. Und ich möchte dich jetzt gerne an die Hand nehmen, dich umarmen, dir zeigen, wie lieb ich dich habe, dir keine Vorwürfe machen, dich nicht kritisieren, nein, dich auch nicht bewerten. Ja, dich so respektieren, wie du bist. Oder besser noch, bleib so, wie du bist. Doch, wenn du immer das tust, was du bis heute tust, so wirst du immer das haben, was du eben heute hast.
Diese Unwesenheit, die bewusst von dir ferngehalten wurde, machte dich vielleicht oft traurig, krank, lustlos, frustriert, bewegungslos, streitsüchtig, eifersüchtig, ängstlich, verzweifelt, wunschlos, ja regelrecht ohnmächtig, vielleicht sogar bewusstlos. Diese gegenteiligen Lebenserfahrungen der Enttäuschungen waren und sind in Wahrheit vielleicht ein Zeichen für dich gewesen. All das dir zu zeigen, was du ganz bestimmt nicht haben wolltest. Ja, das ist nicht nur vielleicht, das ist die schöpferische Macht, die immer versucht, deine inneren Wünsche zu erfüllen. Das vergangene System hat dich im Angstmodus festgehalten und davon abgehalten, dass du deine Selbstverantwortung jemals entdeckst oder überhaupt als nötig oder wichtig erkannt hast. Dieses System hat dich mit Arbeit überhäuft, mit falschen Nachrichten bombardiert, nach falschen Schulbüchern gelehrt, falsche Versprechungen gegeben und dich dadurch ins Gegenteil deines tiefen inneren Wunsches nach Freiheit und Frieden in Liebe geführt. Hier ein paar wahrhaftige Sprüche. Lügen haben kurze Beine. Oder das Echo kehrt zu dem zurück, der es ausgesendet hat. Oder wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zu dir zurück. Oder das Leben ist ein Bumerang. Oder das unbestechliche Resonanzgesetz. Oder behandle jeden Menschen so, wie du behandelt werden möchtest, aber selbstlos. Oder du keinem Menschen bzw. Lebewesen etwas, was du selbst nicht haben willst. Und so weiter und so fort. 1% der Menschen leben im Saus und Braus und 99% leben in der Versklavung, über und unter der Erde. Wie kam es zu diesem gewaltigen Unterschied? Wir leben jetzt im April 2020. Weltweit steht die Wirtschaft seit Mitte März still und die Menschen tragen Masken, was so viel bedeutet wie Maulkorb, Mund- und Nasenschutz, der durch zu wenig frischen Sauerstoff auch noch krank machen kann. Und die Menschen werden von den Medien und Politikern, den sogenannten Ordnungshütern, wie sie sich selbst nennen, aufgefordert, diese Maßnahmen einzuhalten. Ansonsten droht eine Geldstrafe, beziehungsweise kann es auch zu einer Gefängnisstrafe führen. Aufgepasst! Alle Kriege haben meistens harmlos begonnen. Deshalb ist der Name das Wort Covid-19, Corona, ein sanfter Ausdruck. Als Folge steht dann im Drehbuch Pandemie. Hinter Pandemie steckt das Wort Angst oder besser Todesangst, weil das Unsichtbare, nicht Erklärbare, wie bereits von Ärzten bestätigt wurde, Angst und krank macht. Das sogenannte Ungewisse, was geschieht nun, was wird kommen? Im Englischen heißt Covid Certificate of Vaccination. Und dazu wird dann eine Impf-ID erstellt, deshalb Covid. Es ist nur ein anderer Ausdruck zum Wort Krieg. Nur die wahre Bedeutung ist gut versteckt. In Wahrheit bedeutet es weltweite Zwangsimpfung mit vollständiger Versklavung. Ja, es ist Zeit aufzuwachen. Eine erfundene, erstunkene, erlogene Pandemie. Es sterben insgesamt ca. 10% weniger Menschen als im Vergleich zu den letzten 4 Jahren im gleichen Zeitabschnitt. Auch gibt es keine gewollten medizinischen Nachweise. Sie sind einfach nur gestorben. Und wahrscheinlich an Corona. Reine Behauptung ohne Beweise. It is my profound honor to be the first president in history to attend the March for Life. We're here for a very simple reason, to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential.
For 47 years, Americans of all backgrounds have traveled from across the country. Together, we must protect, cherish, and defend the dignity and the sanctity of every human life. When we see the image of a baby in the womb, we glimpse the majesty of God's creation. When we hold a newborn in our arms, we know the endless love that each child brings to a family. When we watch a child grow, we see the splendor that radiates from each human soul. One life changes the world. From my family, and I can tell you, I send love, and I send great, great love. And from the first day in office, I've taken a historic action to support America's families and to protect the unborn. I notified Congress that I would veto any legislation that weakens pro-life policies or that encourages the destruction of human life. At the United Nations, I made clear that global bureaucrats have no business attacking the sovereignty of nations that protect innocent life. Unborn children have never had a stronger defender in the White House. Sadly, the far left is actively working to erase our God-given rights, shut down faith-based charities, ban religious believers from the public square, and silence Americans who believe in the sanctity of life. They are coming after me because I am fighting for you, and we are fighting for those who have no voice, and we will win because we know how to win. And to all of the moms here today, we celebrate you, and we declare that mothers are heroes. Your strength, devotion, and drive is what powers our nation. And because of you, our country has been blessed with amazing souls who have changed the course of human history. We cannot know what our citizens yet unborn will achieve, the dreams they will imagine, the masterpieces they will create, the discoveries they will make. But we know this. Every life brings love into this world. Every child brings joy to a family. Every person is worth protecting. And above all, we know that every human soul is divine and every human life, born and unborn, is made in the holy image of Almighty God. Jetzt zum Schlechten, auch Deep State genannt. Dieser Deep State hat bereits den Ersten und Zweiten Weltkrieg geplant und finanziert. Und jetzt ist der Dritte Weltkrieg 2020 mit neuer Weltordnung, mit totaler Versklavung, Zwangsimpfung, Chipkontrolle der gesamten 99% der Menschheit im Laufen. Wenn du nicht machst, was sie wollen, dann wird der Chip auf Knopfdruck aus der Ferne dich zurechtweisen. Dir das Geld sperren, einen Herzinfarkt verursachen, dich krank machen oder du wirst durch ein Strafpunktesystem, wie in China bereits erfolgreich eingeführt, zum dauerhaften Sklaven. Hier eine recht merkwürdige Aussage von Papst Franziskus, getwittert
am 22. April 2020. Wenn wir uns in einem Zustand der Sünde befinden, sind wir wie menschliche Fledermäuse, die sich nur nachts fortbewegen können. Es fällt uns leichter, in der Dunkelheit zu leben, weil das Licht uns offenbart, was wir nicht sehen wollen. Aber dann gewöhnen sich unsere Augen an die Dunkelheit und wir erkennen das Licht nicht mehr. Der Deep State, sein Motto: Geld regiert die Welt, und das sind ca. 1%, die aus Politikern, Massenmedien, Vatikan, Kirchen, Kinder, Menschen und Drogenhandel, Polizei, Scheinbeamten, Krankheitssystem, WHO, NATO, UNO, EU, NGOs, Pharma- und Bankenkonzernen und viele, viele Clubs und Logen bestehen. Und diese haben in jeder Branche weltweit bezahlte Handlanger und leben mitten unter uns. Und diese 1% sind umgerechnet ca. 80 Millionen Menschen. Man bedenke, das ist die Einwohnerzahl von ganz Deutschland. Ich bin selbst erschrocken, als ich diese Zahl ausrechnete. Überlegte aber dann und konnte mir das dann auch bald gut vorstellen. Wenn man alle zusammenzählt, inklusive die Handlanger, die ja überall auf dieser Erde ihr Unwesen treiben. Anmerkung: Natürlich gibt es in allen diesen Branchen auch gute Menschen. Wie viele das sind und wer das ist, weiß ich nicht. Aber ich bin fest überzeugt, dass es eben diese Guten auch gibt. Die meisten können sich jetzt nicht zu erkennen geben, da der Deep State teilweise noch die Hand drauf hat. Auch vermute ich, dass die eine oder andere große Mediengesellschaft sogar auf die andere Seite, auf die gute Seite wechseln könnte. All right, here we go. 1, 2, 1, 2, 3, 4. When king of the mountain on the end, we'll keep charging up the hill. We were women and men. Now there's so much that time and memory fade away. We got our own rules to run. Chances we gotta take. We stood side by side, each one fighting for the other. We sit until we die. We'll always be blood, brothers. The impossibility of this world slowly grinds you away. In making a fool's joke out of promises we've made. One seemed black and white, turns to so many shades of gray. We lose ourselves in what to do, what to do in bills and bills. Yeah, it's a ride, ride, ride. Well, ich heiße Anita Bull-Hanke, wohne in Erlangen und ich war 13 Jahre bei der Verkehrspolizei und Repo als Angestellte tätig. Meine heutige Ansprache und der Appell zum Aufruf einer friedlichen Welt, ein harmonisches Miteinander, gehen an euch, meinen Ex-Kollegen und Ex-Kolleginnen bei der Polizei. Als Mutter und Mensch wende ich mich heute an euch,
die gegenwärtige Situation des Umbruchs und des Neuentstehens auf allen Ebenen als Samen zu setzen für einen friedfertigen gemeinsamen Weg. Ihr seid in den Dienst der Polizei getreten, um uns, das Volk, zu beschützen und zu helfen, wenn wir in Not sind. Und das sind wir wahrlich gerade. Der Slogan "Die Polizei, dein Freund und Helfer" ist gerade jetzt in dieser Zeit des Wandels wahrlich untergegangen. Erinnern wir uns an diesen erneut. Auch ihr seid Menschen, habt Familie und Kinder, die ihr gesund und beschützt wissen wollt. Und letztendlich sind wir im Großen und Ganzen eine große Familie.